Hey Leute, bevor das Video anfängt, eine ganz kurze Bitte an euch, Wallah. Ich habe in letzter Zeit so ein komisches Gefühl, was hier meinen Hauptkanal auf YouTube angeht. Ich glaube, die wollen den sperren. Deswegen abonniert bitte meinen Zweitkanal. Würde mir wirklich helfen. So, viel mehr verlange ich nicht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wow! Hey Leute, Wallah, ich habe mir letztens zum ersten Mal so richtig krassen Lachkick geschoben auf YouTube. Ich guck mir so Videos an, dies, das, ne? Seh ich nur Chara da. Ein Video schäbiger als das andere, ungelogen so. Wann hab ich so einen YouTuber entdeckt, der nennt sich, kennst du, ich muss jetzt so tun, nach dem Motto, ich kenne Namen, obwohl ich alle Videos geguckt habe. Da heißt so, That's Bekir, ne? Denk mal, ich erstmal so, ja, That's Bekir, so ein Kenneck vielleicht so. Ich guck richtig enttäuscht und richtig minus dieser Junge, richtig minus. Das ist nämlich auch so ein YouTuber, der viel Likes battelt. Ich hab alle drauf gewartet, bitte. Leute, wenn ich darauf keine 20.000 Likes bekomme, weiß ich auch nicht mehr weiter. Guck mal, du hast bis heute noch nicht einmal 20.000 Likes auf dieses Video bekommen. Haben dich deine Fans schön verarscht. Hier noch ein Dislike von mir. Auf jeden Fall, ich guck so, finde ich so ein Video, wo dieser Let's Back hier von Kanaken einfach in so einem Livestream auf YouNow gemobbt wurde. Wallah, ich hab mich behindert gemacht. Ich konnte nicht mehr. Ich verstehe gar nicht, warum der überhaupt Fame hat. Wallah, ich gönn den nicht. Ich verstehe nicht, warum. Was ist das? Richtig Chala. Werdet ihr gleich schon verstehen. Jedenfalls ist der irgendwo was aufs Furzen, Alter. Wojojo. Tamara gefurzt, richtig geil. Boah, mein Furz riecht mies. Boah, ich bin motiviert, wenn ich meinen eigenen Furz rieche, ich schwöre. Auf jeden Fall, ich guck so. Hast du so geguckt? Wallah, richtig hässlich, Mann. Guckt euch mal bitte erstmal diesen YouTuber selbst an. Guckt euch nur an, wie der aussieht, bitte. Ich bin jetzt kein Hurensohn, der über das Aussehen von Menschen lacht, weil ich selber aus wie eine Missgeburt. Warum präsentierst du dich mit deiner Hässlichkeit und bist sogar noch stolz drauf? Aber guckt euch bitte, Wallah, guckt euch deine Augenbrauen an. Guckt euch die mal genauer an. Das ist doch nicht mehr lustig. Guck mal, meine Augenbrauen sind schon Katastrophe. Jeder schiebt Lachkick darüber. Aber ich zupfe die wenigstens nicht, weil ich kein Semmel bin, ne? Aber der hat einfach, ich glaube, Augenbrauen doppelt so wie ich. Und dann zupft der, aber wie so ein richtiger Semmel, der zupft nur so an der Ecke so. Ist das afghanische Neidzeichen? Was willst du damit machen? Ich schwöre, ungelogen, am Anfang, als ich den gesehen habe, habe ich gesagt, so Prank-Video gemacht. Habe ich gesehen, wie der geredet hat. Ich dachte jetzt, der Prank wären seine Augenbrauen. Auf einmal, der Prank war was ganz anderes. Seine Augenbrauen, der meint das ernst. Ey Leute, aber jetzt mal kurz Real Talk. Seht ihr dieses Bild hier und fällt euch etwas auf? Habt ihr diese eine Taube gesehen? Miskine, der fehlen einfach ihre Flügel. Aber zum Glück habe ich Tiermedizin studiert und ich bin jetzt Heimatarzt geworden. Deswegen lasst uns dieser Taube bitte helfen. Ich überlege gerade, wie wir der armen Taube helfen können. Ah, warte, ich habe eine Idee, Bekir. Gib mal ein bisschen von deinem Hack hier, deine Augenbraue stuff. Mach nicht diese Geier, schneide ich dir jetzt weg. Hier, gib dir ein Flügel der Taube. Ja. So, mach mal deine Nase runter, gib auch deine andere Augenbraue, ja? Hier, Safi, schneide ich so aus. Mit Skalpell vorsichtig, Bruder. Jetzt mache ich die auch noch dahin. Guck, Taubi lebt wieder. Safi, jetzt ist Taubos geworden. Bruder, der Junge ist verkackt, Haare gefärbt, Augenbrauen gezuckt. Wenn das mein Sohn wäre... Und für diejenigen von euch, die jetzt nicht wissen, wovon ich gerade laber, It's Bekir, brauche ich nicht erklären, ich verstehe seine Existenz auf YouTube auch nicht. Aber YouNow kann ich kurz erklären, das ist einfach so eine Seite, wo du live gehen kannst, sagen wir so wie Facebook Live, und da kannst du so Likes kriegen, ich glaube sogar Geld und so, kein Plan, das machen voll viele YouTuber, um ihre Reichweite zu erhöhen. Und auf dieser YouNow-Seite müsst ihr wissen, wenn ihr live seid, könnt ihr auch eine Person einladen, die dann mit euch live ist. Sag ich mal, schreibt einer in die Kommentare, Bruder, yalla, lass mich mal mit dir live sein, dann ist der mit euch live. Und was ist dann passiert bei diesem Bekir? Guck, der war live auf YouNow und dann hat der irgendwelche Leute eingeladen, die das dann unbedingt wollten. Hat er die eingeladen, das waren so Kanaken, die hatten glaube ich so ein Logitech-Headset aus der Mickey Mouse Zeitschrift, richtig schade war das. Auf einmal, ihr seht so diese Kanaken, ne, die sind in diesem Livestream drin, die haben diesen YouTuber zu Tode gemobbt. Und dann gab es da irgendwie gerade ein Problem bei YouNow, der konnte nämlich nicht mehr kicken aus seinem Livestream. Das heißt, die waren dann die ganze Zeit mit Becky im Livestream und der sagt die ganze Zeit zu denen, ey Jungs, bitte geht mal raus, bitte, bitte, bitte. Heute der richtig rumlutscht, der den richtigen Sip. Aber die bleiben einfach drin, so Kanaken wollen Faxen machen, bis sie wieder alles kaputt machen. Was ich aber an diesen Jungs, die Becky im Livestream gewechselt haben, so richtig lachig waren, war, dass die einfach einen Fick auf Fame gegeben haben. Die haben die ganze Scheiße gar nicht ernst genommen. Ey, ihr müsst euch vorstellen, so Kanaken gehen einfach Livestream-YouTuber bomben. Was da los? Auf jeden Fall, Leute, ich werde euch jetzt mal einblenden, was da los war. Geh doch einfach raus und nur aus dem Stream. Geh einfach raus aus dem Stream, bitte. Wenn alle Hashtag-Moderator machen, können die dich rauskicken, weil YouNow gerade hängt. Der sagt einfach die ganze Zeit, dass seine Community Hashtag-Moderator schreiben soll, damit so ein Admin kommt und den
ihm hilft, aber er kommt einfach nicht. Ich glaube, die Admins von Dunau haben sich selber Lachkick geschoben, als sie das gesehen haben. Ey, wenn der könnte, der würde die ja nicht aus Dunau abschieben. Aber egal, guck mal, was diese Jungs jetzt zu dem sagen. It's a prank, motherfucker! Nimm nie wieder Gast an Ulm. Ey, diese Kennex können einfach so krass provozieren, dass das wieder unnormale Unterhaltung ist. Ja, dann komm, kick mich doch. Kick mich doch. Das Problem ist, ich kann es nicht kicken. Nein, ich will nicht. Du kickst doch jeden, ey. Du kickst doch jeden. Ich will doch nicht. Kick mich doch. Bitte kick mich. Wie soll ich dich kicken, Digga? Geh doch einfach raus aus dem Spiel. Frankfurt am Main. Einmal Hashtag FFM, bitte. Alle Bruder, Hashtag FFM, du weißt. Guck mal, Hashtag FFM, du weißt. FFM 069. Ey, sei doch mal leise, bitte. Und red mal nicht so laut, Junge. Red mal nicht so laut, Mann. Ja, dann geh doch weiter weg. Geh doch weiter weg. Junge, ich fick den Frankfurt, Digga. Du fickst was? Alex, jawohl, Alex. Nochmal. Der will mich doch verarschen. Geh doch einfach raus aus dem Stream, bitte. Hey, weißt du, warum wir das gemacht haben? Du Mega, bist richtig abgehoben. Ey, und das liebe ich an diesen Kanaken. Guck mal, jeder weiß, dass das einfach nur ein Systemfehler von YouNow war. Und diese Kennex müssen jetzt so tun, als hätten die sich da eingehackt. Die sagen jetzt extra zu Becky, weißt du, warum wir das gemacht haben? So, Motto, wir haben uns da reingehackt. Das ist so nachgeguckt, obwohl die gar nichts damit zu tun haben. Nein, ich gehe nicht auf von euch. Ich habe keinen Bock jetzt. 21.000 Likes. Fame, Bitch. Jungs, könnt ihr nicht einfach ganz kurz rausgehen? Ich hab keinen Bock, jetzt den Stream zu betten wegen sowas, Digga. Aber da merkt man auch, dass dieser YouTuber richtig likegeil ist, weil die sagen dann zu dem, dann geh doch einfach jetzt online und offline und aktualisier und komm wieder, saufe, dann sind wir weg. Und der so, nein, ich verliere dann meine ganzen Likes, wie ist das? Und dann lachen mit denen noch mehr aus. Aber ist auch richtig so, dass die jetzt auslachen. Junge, scheiß mal auf die Likes, dann tut so, als würde deine Niere verlieren. Das sind nur ein paar Likes, Junge. Jedenfalls, Becky möchte den Chat nicht aktualisieren, weil er seine Likes nicht verlieren möchte. Daraufhin machen die Kanaken kurz einen Prozess. Dann bleib ich auch. Ey, du sollst mich doch verarschen, Digga. Innerlich, der weint, Walla. Ey, der tut mir schon leid, Walla. Der Arm. Der weint plus der lacht so. Junge, halt die Schnauze jetzt. Kommen. Tschüss, was für kranke Menschen. Mann. Jungs, Mann, jetzt geht doch raus, ja, bitte. Kommt mal mit den abziehen. Die sagen extra so, boah, guck mal, der Arme, der tut mir leid, den hat nicht dabei und so. Die ziehen den immer mehr ab, Allah. Jungs, könnt ihr rausgehen, bitte. Bitte, ich sag sogar bitte, geht doch jetzt raus, bitte. Sollen wir raus? Ach so, der hat bitte gesagt? Ja, warte, der hat bitte gesagt. Was? Sollen wir raus? Ah, oh, nein, ich hab noch nicht gesagt, ihr seid die Besten. Ey, hör doch auf, Mann, kein Faxen. Ihr seid die Besten. Die wollen nicht, dass wir rausgehen, die feiern das, glaube ich. Gib mir den Ohrenkrebs! Jungs, wann könnt ihr endlich rausgehen, Mann? Ey, halt doch die Schnauze, Mann. Was ein Lauf für dich. Ey, 400 Zuschauer, das ist doch krass, Bruder. An alle Streamer, wie kann ich diese Typen kicken? Es geht einfach nicht. Das geht nicht, Moro, das geht nicht. Ich würde das so lachen, wie die versuchen, zu YouTuber die Hoffnung auszureden. Das geht nicht, so nach dem Motto, Bruder, wir haben dich gefickt, wir haben das Ganze hier unter Kontrolle, ganz vergessen, so. Aber immerhin wollen die Kennex jetzt dem YouTuber entgegenkommen und mit ihm einen kleinen Vertrag schließen. Gebt euch. Bei 25.000 Likes gehen wir raus. 25.000 ja, Likes, wir gehen raus. Mach die 25k voll, Leute, wenn ihr meine Fans seid. Komm, auf geht's. Mach die 25.000 Likes und wir gehen raus. Und Hashtag FFM, C-Segen, auf. FFM, ey, guck mal, wie diese Likes hochgehen. Jawohl, tschüss. Lass uns sich endlich verpissen, Digga. Leute, hässlich. Und guck mal jetzt, Leute, die Likes gehen hoch. Anstatt dass die jetzt ihre Schnauze halten mit ihrem schäbigen Scheiß-Headset, reden die einfach weiter und erzählen sogar Lügengeschichten über uns YouTuber. Der Junge braucht Geld dann. Er schämt sich immer zu sagen, weil der hat mich angerufen, weißt du, was ich meine? Wir haben das geplant. Wir haben alles geplant, wir kennen uns in Real Life. Der guckt. In Real Life, wir kennen uns. Er ist mein Cousin. Ey, Digga, jetzt ohne Witz, verpisst euch doch bitte. Haltet die Schnauze bitte, eure Stimme ist so hässlich, Mann. Richtig verzweifelt alle. Ey Leute, und jetzt kommt einfach nur noch die Kirsche auf das Sahnehäubchen. Guck mal, der YouTuber ist gerade psychisch am Ende. Die Audioqualität ist zum Kotzen. Und dieser Kenneck, der weiß, dass der eigentlich keine Beatbox kann. Aber der macht jetzt allen Ernstes mit seinem scheiß Logitech Mickey Mouse Headset folgendes. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ja, der macht doch noch so chillig Beatbox.
Ich lade jetzt im Fenster neu. Saffi, die haben den gestachelt, gewerbelt, gesixt, gestöpft, die haben alles mit dir gemacht. Leute, das war's mit dem Video, haut rein.